Schön, dass du eingeschaltet hast auf meinen Kanal Eisenbahn AD zu einer neuen Folge Let's Play D-Rail Rally, den Train Simulator in einer anderen Art, den es bisher, glaube ich, gibt. Ja, wir machen direkt da weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Wer die andere Folge noch nicht gesehen hat, geht mal jetzt oben rechts an die auf. Dort habe ich die Playlist von D-Rail Rally ganz oben hinzugefügt. Würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet. Für die auch, die die anderen Folgen noch nicht gesehen hat. Ja, in der letzten Folge haben wir nämlich ein Fernsteuerungsding da gekauft und ich kann fernsteuern. Das werden wir in dieser Folge nicht machen, denn wir werden jetzt zur Stahlmühle fahren. Und ja, derjenige, der es sehen will, schaut einfach mal vorbei. Gut, Bremsen sind gelöst. Dann fahren wir da jetzt einfach mal los. Mal pfeifen, so wurde sich gewünscht. Wenn ich über die Straßen fahre, ich vergesse es gerne öfters und ja. Gut. Ja, jetzt ist wieder so ein Thema, wo wir so ein bisschen quatschen können, eigentlich, oder? Ja, wie geht's euch so? Schreibt es mal in die Kommentare. Also, mir geht's gut bisher. Bisschen stressig bei mir. Aber bei mir privat ist alles gut. Und bei euch? Ja. Vor allem, ich kann auch nicht jetzt über so aktuelle Themen reden, weil ich habe nämlich eine Aufnahmesession gerade am Laufen. Das heißt, ich nehme das alles im Voraus auf und zwar deutlich voraus. Und weiß ich ja noch nicht, was so aktuell hier gerade so abgeht. Wenn wir schlecht in die Zukunft gucken. Ja. Da mal einen echten weiten Weg. Wir können ja mal bei CitySW auch mal vorbeigucken, was es da so alles gibt. Das machen wir auch. Diese Folge fahren wir zu CitySW. Gucken wir mal, ob wir da auch noch was mitnehmen können für die Stahlmühle. Ich hoffe, das geht. Was ich halt nur so ein bisschen blöd finde in dem Spiel. Genau, das wollte ich auch mal sagen. An sich ist das Spiel ja ganz geil, weil man kann hier selber ankuppeln, abkuppeln, hier Missionen annehmen, die man selber Bock hat. Und die Interaktion im Spiel ist eigentlich richtig geil und ich stelle mir das Spiel auch richtig geil vor mit Virtuality. Am liebsten würde ich das gerne mal machen, bloß ich habe eine VR-Brille, leider. U60. Bremsen wir mal runter. Nicht, dass wir entgleisen. Oh, 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 oh. Okay, wir gehen deutlich runter. Das ist schon mal ganz gut. Okay, ich muss wieder ein bisschen mehr auf den Schildern achten. Ich habe das Spiel nämlich auch schon ein bisschen länger nicht mehr gespielt. Ach ja, was ich in der letzten Folge vergessen habe zu sagen, ich habe die Facecam ein bisschen größer gemacht, da ich das bemerkt habe, ich schaue ja manchmal auch meine Videos so zwischendurch. Und ich habe festgestellt, wenn man es auf dem Handy guckt, ist es ein bisschen klein. Und deswegen habe ich es mal größer gemacht. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie sie jetzt ist. Ob ich es noch größer machen soll. Rein theoretisch geht das, aber dann sind die ja fast von dem Spiel nichts mehr. Bremse mal jetzt hier mit bisschen runter. So. Ich hoffe, wir sind richtig. Ja. Perfekt. Und fahren mal runter zu CitySW. Weiß nicht, wie schnell ich jetzt hier fahren darf. Auf jeden Fall 60. Sicherlich auch noch ein bisschen mehr. Und es könnte sein, dass er dezente Bauarbeiten im Hintergrund hört, weil ich weiß nicht, wie. Ich habe nämlich mein Mikrofon neu eingestellt. Und den Pegel und so, wann er hier reagieren soll und wann er nicht reagieren soll. Und ich weiß nicht, wie das sich jetzt verhält. Deswegen kann es sein, dass er dezente Bauarbeiten im Hintergrund hört.
liegt daran, da bei mir privat ein Balkenmorsch ist und der muss ausgetauscht werden. Ansonsten stürzt irgendwann die Decke uns auf den Kopf drauf. Und ist nicht so gut. Und deswegen ist es gerade dezent ein bisschen laut. Mein Mikrofon schlägt an den Geräuschen nicht aus, aber es kann sein, dass man es im Hintergrund hört, während ich spreche. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie mein Mikrofon sich da jetzt mit der neuen Einstellung jetzt da verhält. Weil ich bastel da öfters mal rum, um zu gucken hier, dass ich eine gute Qualität rauskriege. Ich glaube, das werde ich nie so richtig haben. Aber ich meine, solange man mich versteht, ist doch alles prima. Denke ich, meine ich, hoffe ich. Ja, was ich mir auch mal kaufen möchte, das werde ich in den nächsten Folgen irgendwann mal machen. Die Boombox kaufen. Ich habe keine Ahnung, wo man die herbekommt. Irgendwo wird man die herbekommen. Da können wir nämlich hier Musik anmachen. Ich hoffe, dass die nicht urheberrechtlich geschützt ist. Ja. Jetzt kommt hier nämlich eine Weiche. Ich möchte da nicht in die Stadt reinfahren. Lass mich raus. Ja. Darf ich raus? Lässt du mich raus? Dankeschön. Ihr seid immer... Oha! 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 Ups! Ups! Das wollte ich jetzt aber nicht. Ja... ja, gut, dann gleisen wir eben mal schnell wieder auf. Das wird teuer. Gleisen wir einmal hier wieder auf. Und die Lok. Dahin. Gut, jetzt müssen wir die nur noch hier irgendwie wieder reparieren. Ja. Oh, stimmt, das haben wir auch noch. Verdammt. Das Schild. Verdammt. Ich hätte ein Thumbnail machen sollen. Das wäre ein geiles Thumbnail gewesen. Schupp. Ja, wir gucken erstmal in den Shop, bevor wir hier unser Geld... Oh, die Boombox! Die Boombox! Wo ist die Boombox? Wo? 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 Kassette, 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 Kassette. Okay, was sind das für ein Schlüssel, okay? Da ist die Boombox. Kaufen, 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 kaufen. Kaufen. Gib her. Ich hätte gerne einmal die Boombox und einmal das da.
Nee, das will ich nicht. Nein! Stop it! Will das nicht! Nein! Verdammt. Durch drei. Will ich hier gar nicht. Cancel. So. Die Boombox. Dann das da. Könnte Kassetten kaufen. Machen wir erstmal nicht. Das ist teuer. Ja, fast pleite hier. Wir haben die Boombox. Hey, geil. Okay. Okay, wir werden die noch nicht testen. Weil ich... Da scheint Copyright drauf zu sein, deswegen... Und ich habe einen Schlüssel. Was kann ich jetzt mit dem Schlüssel machen? Ich habe einen Schlüssel. Okay. Kann ich hier... Kann ich hier irgendwas aufschließen? Aber ich weiß nicht was. Naja. Okay, ich würde sagen, wir reparieren einmal noch die Lok. Und ich werde dann hier offcam ein paar Rangierarbeiten machen dürfen. Yippie. Ich freue mich. Wenn ich jetzt hier die Station finden würde. Station. Station. Ich meine, ich kann ja nicht weg sein. Irgendwo muss die ja sein. Mann, hier. Auf jeden Fall kann ich damit jetzt irgendwas aufschließen. Schreib erstmal in die Kommentare, was? Kann ich da jetzt irgendwas machen? Nee. Seltsam. Ah, da ist die Station. Okay. Gut. Ist ehrlich gesagt kein... Oha. Nein. Verdammt. Okay, ich würde sagen, ich beende dann hiermit die Folge. Falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like und ein Abo da lassen. Das würde mich richtig freuen. Und ja, ich werde hier ein bisschen hier Geld anschaffen gehen. Ich hoffe, das geht hier, auch wenn es hier versperrt ist. Ich denke aber ja. Hoffe ich. Oder auch nicht. Huch. Okay, ich lasse mir hier irgendwas einfallen. Vielleicht schleppe ich da auch irgendwie ab. Ich meine, irgendwie kriege ich das hin. Wir sehen uns aber in der nächsten Folge, wenn wir hier wieder aufgleisen können und alles wieder repariert ist. Bis dahin. Ciao.